Was kam bei der Engine raus? Mod-Support ist echt schön zu haben. Also jetzt in Real Life als Spieler. Aber ich denke mal, so ist das okay. Safe Games sollten auf keinen Fall raus. Ja. Gameplay muss höher. So. Ja, okay. Noch nicht. G3 kommt. Für Howling Haulers. Wir hatten letztes Mal 150.000. Ich glaube schon. Okay, 182.000. Die Sprünge werden langsam größer. Wir haben auch ein paar mehr Fans, auch wenn wir dank Gianna Monks jede Menge verloren haben. Und nicht in den Top 100. Ist okay. Und nur 10 Hype. Ein bisschen wenig. Aber okay, wir schmeißen mal den ersten Booster an. Oh, die M-Box 360. So. Ja, ist okay. Booster. Und in der anderen Phase werfen wir bei ihm den Booster an. TES 64 wird nicht länger unterstützt. So. Dialoge sind wichtig. Wir haben Dialoge nicht wirklich viele Optionen hier. Besser EAE Companions ist okay. Soweit alles okay. Goodie. Booster ist durch. Wir warten bis Phase 3 bei ihm. Ist eh nur ein Einfach-Booster. Oh ne, Zweifach-Booster. Sehr schön. So, Antigierungen ist ausgelastet. Das muss also... Ja, es muss auch ausgelastet sein wegen der Engine. Obwohl, warte mal, wir könnten unseren Techniker dahin packen. Und dafür ihn dahin. Nee, also die Skillpunkte scheinen nicht so viel auszumachen. Also er hat jetzt mit Technik 552, 94%. Wir nehmen mal den Designer. Bam. Hat auch 94%. Hat mit irgendwas anderem zu tun. Aber gut, du wieder dahin. Bei der Grafik und Antigierung und macht den Sound. So, Soundtrack kann auch mit dazu. Oh, hilft nichts. Virtual Economy? Nein. Ja, okay. Booster an. Passt das zeitlich? Ja, kommt ganz gut hin. Also ein Booster ist für eine Stage, super. So, Bug fixen. Hype ist bei 84. Sehr schön. 7,28 Millionen. Okay, wir achten auf Hype, wir achten auf Bugs. Hype bleibt bei 84, Bugs sind gleich weg. Kommen noch ein paar Punkte dazu. Jo, mehr Punkte. 84. Keine Bugs bisher. Noch mehr Punkte. Oh, da ist ein Bug. Bug ist weg und Hype geht runter. Okay, raus damit. So. Neuer Rekord im Design. Warum geht das so schnell plötzlich? Okay, neues Topic, neue Combo, super Combo, jede Menge Level-Ups. Release. Gehaltserhöhung. Immerse Storytelling und Self-Learning AI. Das klingt irgendwie gefährlich für Skynet. Research. Wir brauchen unbedingt bei Story was. 80 Research-Punkte. Nehmen wir mal Branching Story. So, und du researchst Dialoge, Dialogtree. Und du researchst für 72 Punkte, was haben wir denn da? Nix haben wir da. Stereoscopic 3D. Aber, weiß ja nicht. Ah, es könnte wieder so eine Joystick-Sache sein. Also wenn wir das nicht erforschen, dass wir irgendwas anderes nicht bekommen. Was ich echt nervig finde. Ne, komm, du trainierst einmal weiter. Und zwar trainierst du... Warum können wir das ja nicht trainieren? 200 Research-Punkte, okay, deswegen. Und 5 Millionen Credits? Jautsch.
Du trainier mal Research oder Zeit. Wofür ist genau Speed eigentlich da? Dass er mehr Punkte generiert oder? Na komm, mach Time Trials. So, Kritiken sind da für Howling Haulers. Das sieht nicht gut aus. Nö. Und das bei 80 Hype. 6 ist schon mal besser als eine 5, aber immer noch ziemlich grottig. Noch eine 5. Noch eine 5. Nö, das wird allerhöchstens die Kosten decken, wenn überhaupt. 500.000 und ein paar Fans. Branching Story ist fertig, Dialog Tree ist fertig. Du trainier mal. Was trainierst du denn mal? Du bist unsere Research-Kanone. Du gehst in Urlaub. Da wir bald ein neues Spiel entwickeln müssen. Also ja, wir sind auf 14 Millionen wieder, aber ich weiß nicht. Ich habe mir irgendwie mehr davon erhofft, dass wir diese Booster benutzen. Oh, ihr seid schon wieder da. Okay, trainieren. Du. Code Jam. Du. Pixel Cup. So, warten wir, bis die Booster einigermaßen voll sind. Die dürften hier bis zu zweimal. Ich kann das echt schlecht erkennen, wo das ist. Ich glaube, da ist gerade der Stand. Bei dem sehe ich gar nichts. Ich glaube, der ist jetzt voll. Weil es gab eine Option, Level 3 freizuschalten. Oh, sie hat nichts zu tun. Du research mal schnell ein neues Topic. Fashion. Ich werde keinen Fashion Simulator erstellen. Das bei Musik war schon schlimm genug für unsere Zielgruppe. Aber ein Government Simulator vielleicht. So. Ihr seid fertig. Sie ist auch gleich fertig. Bis sie fertig ist, können wir mal kurz nach dem Contract gucken. 60, 82. Der müsste schön einfach sein. Komm, den macht ihr mal fix. Oh, passt ganz gut zeitlich. Flupp. Geld und fertig. Beide haben Booster auf zweimal voll. Wir hätten gerne ein neues Spiel. Medium. Topic ist neu und zwar Government. Simulator. President. Presidential Power. Simulation. Noch irgendwas dazu? Casual? Weiß ja nicht. Nee, Simulation und Casual ist irgendwie beide Pole. Das passt nicht so ganz. Plattform ist natürlich PC. Engine ist die neueste Engine. 3D-Grafik, jo. Auch wenn ich immer noch den Verdacht habe, dass 2D-Grafik in der höheren Version bei manchen Spielen besser wäre, aber das konnte ich noch nicht testen. Also, Story und Quest kann wieder ein bisschen runter. Cutscenes können auf normal. So. Ich hätte gern mehr bei der Engine. Also muss Gameplay runter. Charakterprogression kann weg bei einem Simulator. So, was haben wir bei der Engine noch mit rein? Mod-Support finde ich toll. Und Online-Play? Nein. Multiplayer? Nö. Braucht alles zu viele Prozentpunkte. Also schieben wir hier mal wieder ein bisschen hoch, bis wir da auf 100 sind. So. Jonathan Lee ist auch bei Technik und er ist bei. Ne, er ist bei Grafik und er ist bei Design. Jo. Howling Haulers hat 2,6 Millionen gebracht. Und die neue Konsole ist da. Die Nu. Genau, nu mich auch. Ja, ein neuer Controller. Mhm. Gut für Tennisspiele. Hype baut sich auch auf. Wir sind in Phase 2. Nee. Oder? Mist. Mach mal Booster. Jetzt sind wir in Phase 2. Oh, das sieht richtig gut aus mit den Punkten. Dafür, dass wir gerade erst noch in Phase 1 waren? Wow.
Okay, Dialoge kann runter. Er wird ganz schön ausgepowert sein. So. Dein Booster ist gleich weg. Dann fangen wir deinen Booster an. Boost, boost, boost. So, Jonathan Lee hat ein Problem. Also muss Grafik kann nicht runter. Tauschen wir mal kurz. Warum ist Jonathan Lee bei der Grafik? So rum wird ein Schuh draus. Menno. Also ja, er ist auch total überfordert, aber er ist wesentlich besser. Also Jonah Lee, Design, Grafik, ja. Machen wir... so ist okay. Virtual Economy hätte ich schon ganz gerne mit drin, aber... nee, genau. Tag- und Nachtzeit ist nicht ganz so wichtig. Open World ist nicht ganz so wichtig. Okay. Boost, boost, boost. Ist vorbei. Aber wir haben noch einigermaßen Zeit. Und jetzt kommt eine G3. Die nehmen wir doch mal mit. Zack. So. Haben wir noch Zeit, die Bugs zu fixen. Und mehr Punkte zu generieren. So, Bugs weg. Bugs weg, Bugs weg, Bugs weg. Es sind schon über 50 Bugpunkte jetzt. Es wird immer schlimmer mit der Zeit. Aber ja, ist halt realistisch und so. Hm? So, G3 ist da. Sehr schönes Timing. Wir haben jetzt halb 36. Wir dürften auf 180.000 kommen, wenn meine Kurve stimmt. Also, was sagt meine Schätzung? Oh, stimmt nicht. Sehr schön. 194.000 ist gleich wesentlich besser. Und immer noch nicht Top 100 ist. Okay. So, Bugs weg bitte. Hype ist bei 108. Mehr Punkte, mehr Punkte, mehr Punkte. Hype im Auge behalten, ist alles gut. Mehr Punkte. Und Hype geht runter. So, 280 müsste ein Rekord sein. Und das ist auch ein Rekord. Sehr schön. Neues Topic, neue Combo, super Combo. Keine Managementpunkte. Damit kann ich leben. Geht mir nur ums Geld. Oh, Level Up bei Grafik. Und einer von unseren Angestellten hat, glaube ich, auch noch. Ne, die hatten beide schon. Okay. So, du musst in Urlaub. Du. Ah, es wird bald Zeit für eine neue Engine, ha? Okay, was nehmen wir da mit rein? Simple Body Language haben wir noch gar nicht. Dynamisches Environment. Ich glaube, das nehme ich mal. Dynamische Welt. Dynamische Welt nehme ich mal für unseren Hunting Simulator, den wir irgendwann machen wollen, wieder. So, und du stehst drumrum. Und Presidential Power Kritiken. Oh, Feier. Komm schon. Oh, da sind viele 10 bei. 8. 8 ist schon mal sehr gut. 9 ist besser als 8. Ja, doch, das könnte wieder was werden. Gott sei Dank ist keine 7 geworden. Na gut. Du stehst dumm rum, ist okay. Weil wir keine Research-Punkte haben. Er müsste gleich wieder da sein. Und die Nu ist released worden. So, er ist wieder da. Er ist am Forschen. Dann machen wir doch mal Contract Work. 3 Wochen ist ein bisschen schnell. Das hier sieht schön einfach aus. Blub, 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 blub. Rang 21 war das gerade noch. Oh, 1,3 Millionen. Das ist richtig gut. Und jede Menge Fans. Es könnte sein, dass wir langsam über dem Damm sind. Also so langsam. So, erst durch. Stopp. 10 Research-Punkte. Booster ist noch nicht wirklich voll. Also machen wir noch mehr Contract Work. Diesmal mit allen dreien. Das geht richtig schnell. Fertig. Okay. Noch mehr Contract Work. Wir machen alles einfach durch.